Carsten Bianetzki. Das Spiel MSV Hamburg gegen TSV Glinde wurde abgebrochen. Dem Schiedsrichter wird Beleidigung vorgeworfen. Bitte nehmen Sie dazu Stellung. Ja, wir haben es natürlich auch gelesen. Es wird dazu eine Sportgerichtsverhandlung geben, wie es üblich ist. Es ist natürlich bitter, dass gleich am Serienbeginn sowas passiert und wir einen Spielabbruch haben. Erfahrungsgemäß passiert das bei den seltensten Spielen. Jetzt müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Dem Schiedsrichter wird vorgeworfen, einen Spieler nachgeäfft zu haben. Ist das eines guten Schiedsrichters würdig, dieses Verhalten? Ja, ich kann jetzt zu dem konkreten Fall natürlich überhaupt nichts sagen. Und grundsätzlich wehre ich mich natürlich dagegen, gegen Vorurteile oder gegen Vorverurteilungen, wie es ja in Teilen der Presse in diesem Fall jetzt geschehen ist. Das ist eine Geschichte, die wir nicht gut finden. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Regularien, da müssen sich die Spieler dran halten und da müssen sich auch die Schiedsrichter dran halten. Ich bin ja nun selber langjähriger Schiedsrichter und ich habe natürlich eine andere Verantwortung als Schiedsrichter und habe auch eine andere Position. Ich als Schiedsrichter kann mich wehren mit gelben und roten Karten, das können Spieler nicht und insofern habe ich natürlich eine andere Position. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass genauso wie Spieler bestraft werden können nach irgendwelchen Vergehen, auch Schiedsrichter bestraft werden können, was ja durchaus auch schon vorgekommen ist. Und insofern ist es ja gut, dass es eine Verhandlung gibt. Dort werden Zeugen aufgerufen und dann wird man hoffentlich die Wahrheit erfahren, was da wirklich vorgefallen ist. Wie können denn diese Konsequenzen und Bestrafungen für den Schiedsrichter in diesem Fall konkret aussehen? Dazu kann ich nichts sagen. Also das, wie gesagt, zu diesem konkreten Fall kann ich im Grunde dann wirklich gar nichts sagen. Was mich nur ein bisschen stutzig macht, ist die Skandalisierung dieser Geschichte, weil aus meiner Sicht muss man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich sage es mal so rum, wenn ein Schiedsrichter immer, wenn er bei einem Spiel beleidigt wird, den Platz verlassen würde und aufhören würde zu pfeifen, dann würden wir im Grunde genommen in Hamburg fast kein Spiel mehr zu Ende kriegen. Denn durch irgendjemand, ob es ein Zuschauer ist, ein Trainer, ein Spieler, kommt in jedem Spiel irgendwo eine Beleidigung vor. Viele gehen links rein, rechts raus und werden so hingenommen. Deswegen dann das Spiel zu beenden als Mannschaft, wie gesagt, ich war nicht dabei, bei diesem konkreten Fall kann ich auch nichts zu sagen. Wenn das an der Tagesordnung wäre, dann würden wir in Hamburg kein Spiel mehr zu Ende bekommen. Wir haben ein Interview mit einem MSV-Spieler geführt und dieser hat gesagt, dass der Schiedsrichter sich in jeder Situation im Griff haben muss. Er muss sich neutral verhalten. Wie stehen Sie dazu? Das sollte er, aber man muss natürlich auch sehen, dass Schiedsrichter auch Menschen sind und auch Menschen mit ihren Charakteren und Menschen mit ihren Fehlern. Und es wird jeder schon erlebt haben, dass wenn ich einen flapsigen Spruch bekomme, auch mal ein flapsiger Spruch zurückkommt. Und da muss halt natürlich der Schiedsrichter die Grenzen kennen. Ganz klar, das wird auch so gelehrt. Und wie gesagt, wenn da jemand wirklich übers Ziel hinausschießt, dann ist das nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, zu dem konkreten Fall kann ich da nichts zu sagen. Sie haben sich ja auch in einem Kommentar geäußert. Dort haben Sie gesagt, dass die Glinder die Vorkommnisse nicht bestätigt haben. Der MSV-Spieler hat gesagt, er kann das verstehen. Nach dem Spiel haben Sie das getan und nun würden Sie das vermeiden, weil Sie die Spielwiederholung verhindern wollen würden. Wie stehen Sie dazu? Meinen Sie, dass das richtig ist? Kann ich nicht so sagen. Ich habe die Informationen auch nur aus verschiedenen Presseinformationen, die Aussagen vom Trainer von Glinde. Also ich habe selber nicht mit denen gesprochen. Wie wird nun die anstehende Sportgerichtsverhandlung aussehen? Also ganz normal. Es wird jetzt ein Termin festgesetzt, dann gehen die Einladungen raus an die betroffenen Vereine und sicherlich natürlich auch an die Spieler, die vom Feld verwiesen worden sind. Und dann wird es dementsprechend die Zeugenaussagen geben und dann wird ein Urteil gefällt. Alles klar. Vielen Dank.